Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bausimulator. Jawohl, wir sind hier wieder am Start und müssen hier noch den chinesischen Garten, was es hier ist, zu Ende bauen. Haben wir in der letzten Folge angefangen. Wir haben hier noch Baumaterialien auszupacken, damit fangen wir direkt am besten an. Würde ich sagen. Ah ja, guck an. Ah, hier, guck. Schau. So, da haben wir schon mal irgendwie so ein rundes irgendwas. Und was haben wir hier noch? Kaching, jawohl. Was ist das? Man weiß es nicht. Und hier müssen wir auch noch was auspacken. Ah, okay, alles klar. Ja, haben wir ja nicht viel zu tun hier, ne? Wir brauchen Beton. Nicht so viel. Okay, dann reicht uns unser Betonmischer. Den holen wir mal. Den, da. So, da sind wir auch schon. Ja, wollen wir da mal Beton reingießen, ne? Würde ich sagen, das kriegen wir so hin. Da brauchen wir keine Betonpumpe oder sowas für. Jawohl, sehr gut. So. Dann einmal die Schonverlängerung raus. Ne, halt. Ja, genau so. Und ja, Vollgas reiner, ne? Jawohl, sehr schön. Ah, komm, ein bisschen näher ran, jawohl. Ah, warte mal. Jawohl, sehr gut, das hat gereicht. Warte mal, wo müssen wir denn noch Beton gießen? Ah, warte. Ja, oh, stopp zurück. Ich sehe es gerade, wir müssen ja hier auch noch rein, halt. In den Ring. Okay, das könnte ein bisschen tricky werden. Jawohl, sehr gut. Ja, so viel zum Thema tricky. Nice. Alles klar, haben wir das ja schon erledigt. Das ging ja schnell, ne? Halt, muss hier auch noch mal weg. Ah! Was will ich? So. Alles klar. Oha! Was ist da jetzt los? Ah, hier so ein Eingangs irgendwas bauen. Ja, kein Problem. Wenn wir unseren Kran am Start. So, und da hinten müssen noch die weiteren Bewehrungsgitter hin. Die laden wir jetzt als erstes, würde ich mal sagen, dort ab, weil, ja, dann haben wir das schon erledigt, ne? Was du heute kannst besorgen, verschiebe auf jeden Fall auf morgen. Zack, so, bin ich mal gespannt, was hier draus wird. So. Zack, die haben wir schon mal abgesetzt, ne? Nice, gefällt mir. So, und dann wollen wir mal hier diese, ja, nennen wir es mal Reklametafeln oder was das ist, hier hinpiddeln. Zack, Nummer 1 hängt. Gehen wir davon aus, dass das lange große Ding da in die Mitte kommt, ne? Würde ich jetzt mal so behaupten. So, das hier drüben hin. Jawohl. Und schon wird Chinatown hier um ein ganzes Stück schöner, ne? Wir polieren das hier auf Hochglanz. So, zack. Ran da. Und rauf da, jawohl. Oh, wo ist? Wir wollen ja hier nichts kaputt machen, ne? Ja, sehr gut. Oh, alles klar, direkt noch ein paar Dächer am Start, ja, läuft. Wo sind die denn hergekommen jetzt auf einmal?
So, zack. Ich würde sagen, das packen wir direkt hier oben drauf. Bams. Ich meine, muss ja auch ein bisschen authentisch aussehen, ne? Klar, logisch. Zack. Kannst du nicht einfach nur so ein blankes Schild dahin hängen. Da muss ja auch noch ein bisschen Regenschutz drüber. In Form eines Daches. Na, mal ran. So, dann pinneln wir das letzte noch. Bin mal gespannt, ob da noch was aus dem Boden sprießt jetzt hier. Jawohl, sehr gut, das haben wir. So, jetzt müssen wir die Bewährungsgitter hier noch auspacken. Schauen wir mal, was wir daraus basteln dürfen. Na, komm, mach. Ah ja, noch mehr Beton gießen, ja toll. Und da komme ich wahrscheinlich jetzt mit der Beton, mit dem Beton-Dings nicht dran, ne? Brauche ich da tatsächlich echt für die Betonpumpe für? Ich meine, wir können ja mal. Das haben wir ja auch noch nicht gehabt, ne? Ich meine, ich finde dieses. Oh ne, halt. Ich finde dieses Ding voll dämlich. Warte mal, ich glaube, das kriege ich auch beim Baustoffhändler. Und zwar diese. Hier. Dieser Betonkübel. Warte mal, da steht Betonkübel klein. Ah, hier, guck mal hier, den gibt es auch in groß. Den kaufe direkt in groß. Warum klein kaufen, wenn man auch groß haben kann? So. Wo ist er? Da hinten. Warte mal, dann, warte mal, ich stell mal, ne, ich stell erst den Betonkübel hier irgendwo auf den Boden. Dann können wir da mal mit dem, na, komm her, mit dem Betonmischer ranfahren. Ich finde dieses Teil irgendwie unnütz, weil, ja, wow, ne, du hast kaum Beton da drin und schon ist es wieder leer. Aber ich glaube, dafür jetzt eine Betonpumpe zu holen, ist auch irgendwie schwachsinnig. Vor allem komme ich, glaube ich, obwohl doch, müsste ich eigentlich mit der Betonpumpe, müsste ich theoretisch dadurch dieses Tor kommen. Und irgendwo ist wieder jemand auf eine Katze getreten. So, halt. So, dann fahren wir mit dem Betonmischer. Yeah, elegant, ne? Ich die Hüfte darüber gesprungen habe. Zu welchem Tänzer oder sowas. Breaking News bin ich nicht. So, jetzt müssen wir mal gucken. Moment, an der Halt. Einmal drehen bitte, so. Ich würde gerne was sehen. So. Ja, komm, noch ein Stück. Halt, stopp. Ah ja, schon wieder zu weit, war klar. Ja, hier so ein bisschen ranfahren ist voll schwierig, ne? So, rein da. Jawohl. So, schauen wir mal, ob das reicht oder ob wir da noch mehr brauchen. So, ja, damit haben wir noch nie gearbeitet mit dem Ding, ne? Ich weiß auch ehrlich gesagt gerade gar nicht mehr, wie das Teil jetzt funktioniert. Naja gut, wir gucken mal. Halt! Oder hin. Ja, komm rein hier. Rüber da. So, und jetzt ging das, warte mal, wie? So, ne? Jawohl. Nein, dahin. Oh geil, das reicht sogar. Sehr gut. Oh, das Ding ist echt gar nicht schlecht. Das Teil ist echt gut. Das ist richtig gut. Ja, nicht verkehrt, ne? Kann man mit arbeiten. Im dritten Teil, also im Bausimulator 3, war das irgendwie immer komplett direkt leer. So. Das war voll nervig. Da fand ich dieses Teil echt unnütz. Aber so kann man machen. So, rauf mit dem Dach. Zack.
Zack. So, markierten Bereich räumen. Wir sind, glaube ich, fertig. So wie es aussieht zumindest. So. Ah, war ja klar, ne? Ich kann ihn hier wieder nicht wegräumen. Also lagern wir ihn ein. Sehr gut. Vielen Dank. So, steht dieser blöde Kübel jetzt noch hier? Ah, warte mal, was? Asphalt fräsen? Wo muss ich denn hier noch Asphalt fräsen? Asphalt fräsen, Asphalt auftragen? Wo denn? Wir fahren erstmal hier weg. So, warte mal. Wo müssen wir Asphalt fräsen? Eine gute Frage. Müssen wir jetzt hier die ganze Straße neu machen? Nee, ich verstehe es nicht. Asphalt fräsen, auftragen und verdichten. Aber von wo bis wo? Das ist echt eine gute Frage. Ah, warte mal. Da hinten ist mein Punkt. Moment, da müssen wir mal hinlaufen. Da müssen wir mal hin. Ach, hier. Ah, guckst du. Ah, hier die Straße muss noch neu gemacht werden. Ah ja, okay. Moment, dann würde ich sagen. Was brauchen wir davon gerade nicht? So, das Teil brauche ich. Das holen wir schon mal. So, okay. Der steht jetzt hier. Warte mal, wo ist das jetzt? Da hinten in der Ecke irgendwo. Oh Gott, da müssen wir bis da hinten fahren, ne? Wie kriege ich denn jetzt eigentlich mal eine andere Frage? Wie kriege ich denn jetzt diesen blöden Betonkübel da weg? Wo tun wir den denn hin? Das ist eine sehr gute Frage eigentlich. So, warte mal, wir stellen den mal hier ab. So, dann können wir theoretisch hingehen. Können wir den, warte mal, na, streck mal ein, danke. So, den tue ich mal eben bei uns auf den Hof stellen. So, dann sind wir mit dem hier gerade kurz unterwegs. Ich nehme mal den Betonkübel hier mit auf, weil ich gerade nicht weiß, wie ich ihn hier wegbekomme sonst. Werden wir mal eben schnell machen. Sonst habe ich das Ding nachher hier und steht immer noch hier rum. So, komm mal her, dann machen wir eben auf schneller Basis. Zack, her damit, jawohl. Da ist ja jetzt auch noch reichlich Beton drin, ne? Muss man dazu sagen. So, abstellen, danke. Einmal zurücksetzen, einmal das. Dann kann man mit dem hier erstmal rausfahren. Dann haben wir den schon mal aus dem Weg, ne? Besser ist das. So, alles klar. So, dann gucken wir mal, wo haben wir denn hier Firma? Fuhrpark. Wir brauchen unsere Asphaltfräse. Wo ist sie denn? So. Hatten wir nicht eine Asphaltfräse? Haben wir keine gekauft hier? Wir haben tatsächlich keine Asphaltfräse. Guck an. Ja, können wir uns doch direkt nochmal eine leihen, ne? Würde ich sagen, dann kriegen wir da die Leihzeiten auf jeden Fall mal hoch. So, das ist hier Fahrzeughandel. Einmal betreten, bitte.
So, Kaltfräse, da haben wir sie doch. Die Wirtgen. Die nehmen wir wieder, oder? Obwohl, wir könnten ja mal die hier mal ausprobieren. Die Bomag, warum nicht? Oder die Cat. Apropos, Moment, halt, stopp. PC Fan 45, du hattest mir noch mal sogar geschrieben, der Asphaltfertiger von Cat, der hier, wäre besser, weil der weniger Asphalt verbrauchen würde. Das probieren wir mal aus. Warum nicht? Ja, komm, dann machen wir hier direkt mal eine Cats-Geschichte draus. Dann nehmen wir den noch. Ja, Dankeschön. Und mieten uns das jeweilige Gerät hier auch nochmal. Mieten. Vielen Dank. So, und dann holen wir uns die Gerätschaften mal hier rüber. So, warte, wo ist die Asphaltfräse? Da unten. So, da sind wir doch schon. Ich muss ja nur mal eben hier da hinten in die Ecke fahren. Boah, ist auch voll das Monster-Teil, ne? Hier. Muss man ja mal sagen. Aber auch ultra langsam. Voll dumm, dass er die hier hinten abstellt, wenn wir da um das Haus da rum müssen. Naja, gut, egal. Dauert halt jetzt kurz. Din 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 din. Ja, könnte was länger dauern, die Nummer. Bis wir da sind. Alter Schwede, ist das Teil langsam. Da war aber die Wirt ging, glaube ich, schneller, oder? Im Normalbetrieb. Kann das sein? Also weiß ich jetzt nicht, ob ich mir das einbilde oder ob das wirklich so ist, weil die fährt ja mal ultra langsam. Na gut, ne? Ist eine Asphaltfräse, kein Rennwagen. Ich wink euch mal mit den Achsen. Hallo. Blöd ist natürlich immer noch, ne, dass man den Asphalt, den man abfräst, nicht wieder auffangen kann, um den dann zu verkaufen. Ne. Das funktioniert, glaube ich, immer noch nicht. Ich probiere es aber auch gar nicht mehr aus, weil gar keinen Bock. So, warte mal. Ich weiß jetzt gar nicht, wo wir hier anfangen müssen. Fahren einfach mal. Fräst ihr auch im Rückwärtsgang? Tatsache. Okay. Ah, krass, guck mal an. Die Kante war gar nicht schlecht, die wir da gemacht haben. Ja, lief doch. Fahren wir hier nochmal vor. 50% haben wir jetzt gerade. Merkwürdig. Das Blöde ist, man kommt da nicht über die Kante drüber. Ne? Da kannst du gar nichts machen. Da fehlt ja da vorne eine ganze Ecke. Ich stell mal gucken, wie ich das hinkriege, wenn ich es dann noch brauche. Also bei der Wirtgen bin ich mir jetzt nicht sicher, weil ich bin mir eigentlich der Meinung, dass die nicht fräst, wenn wir rückwärts fahren. Na gut, egal. Und es wird leider schon wieder dunkel. Ne? Also der Tag-Nacht-Wechsel hier ist auch ziemlich zügig, dann ne? Muss man dazu sagen. Oh, hör auf zu speichern, na Mann.
Obwohl andererseits, nee, eigentlich ist es mit dem vielen Speichern gut, aber wegen dem CE-Fehler, aber ansonsten nervt es halt. Vor allem, weil er dann immer übel zum Abruckeln ist. Ich würde mir wünschen, dass das nicht so wäre. So, was haben wir? 85%. Wo häng ich jetzt? Okay, weiter geht's. Na komm, gib mir das letzte bisschen hier. Los. So, jetzt müssen wir nur mal gucken, wie wir hier das Stück hier noch gemacht kriegen. Jawohl, wir haben es geschafft. Sehr gut. So, machen wir aus die Fräse. Gott, mit dem Trümmer hier zu drehen, ist auch eine Kunst, ne? Ah, dieses andere. Ah, wisst ihr was? Wir gehen das Teil einfach zurück. So, fertig. So, zurückgeben. Ja, dankeschön. Brauchen wir nicht mehr. Und dann gehen wir hier rein. Ja, einmal Licht an. Zack, Abfahrt. Ah, das Ding fährt wenigstens schneller. Dann sind wir wenigstens zügig da, ne? Also den Auftakt machen wir jetzt hier noch fertig, ne? Kenn ich jetzt nichts. Hä, wieso steht die noch da? Okay. Alles klar, jetzt, okay. Das habe ich jetzt auch wieder nicht verstanden. Ah, wolltest du nicht zurückgeben, ne? So, dann einmal hier ausfahren. Und einmal bitte befüllen. Vielen Dank. So, warte mal. Jetzt müssen wir hier mal ein bisschen weiter weg. Ne, ein bisschen nur. Bin mal gespannt, wie weit wir jetzt kommen hier. Also an die... An die Kante da hinten ran. So. Und Abfahrt. Schön mal eine neue Teerdecke drauf ballern hier. Ja, siehst du, das meine ich. Dann kommst du hier nämlich nicht weiter. Echt nervig. Warte mal. Wir drehen uns mal und fangen mal an der Seite an. Vielleicht funktioniert das besser. Ja, es sollte besser funktionieren. Ja, komm. Stück vor. Jawohl. Und runter. Jawohl, sehr gut. Ja, ich denke mal... Oh, verdammt. Damit fahren wir trotzdem besser hier, ne? Wenn wir das so machen. Ja. Ist halt nur ziemliche Fummelsarbeit, den hier dann so hinzukriegen. Aber egal. So, runter damit und ab dafür. Ich kann jetzt hier natürlich wenig bis gar nicht beurteilen, ob die wirklich weniger verbraucht, ne? Also da kann ich mich nur an die Aussagen von euch halten und ja.
hoffen. So, halt, stopp. Zack, so, und einmal runter. Und jetzt wollen wir hier den letzten Rest noch eben teeren. Zack, 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 jawohl, 100%. Oh, ja, danke schön. Her damit. Okay, haben wir das auch? Ja, so, ne, würde ich jetzt sagen, war die nicht schlecht. Kann man mit arbeiten. Die gehen wir mal zurück. Sollte weg sein, ja. Sehr gut. Oh, oder? Ist er weg? Jawohl. Sehr gut. Nein, nicht wieder zurücklaufen. Alter, wo läuft der hin? Los, jogg mal da Richtung Asphaltverdichter, bitte. So, rein da. Licht an. Abfahrt. Alter, willst du dich verarschen? Da fehlt jetzt nur 3? Ah, das klappt schon. Ich hab schon gedacht, das wäre jetzt richtig bitter gewesen. So, kann man ein bisschen drehen, damit ich auch vielleicht ein kleines bisschen sehe. Würde mir ja schon reichen. Nur so ein bisschen. So. Und ab da. Ja, so sieht gut aus, ne? Zack, schön hier den Asphalt wegdichten. Der eine oder andere wird sich mit dem Thema wahrscheinlich auskennen. Mit dem Abdichten. So, mal hier nochmal schön. Zack, jawohl, das dürfte jetzt recht zügig gehen. Hoffe ich zumindest mal. Ah, komm. Was haben wir jetzt? Ah, gute 30%. Ja, es geht klar. Das sieht doch hervorragend aus, oder nicht? Was meint ihr? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Aber ich komme halt näher an die Kante ran auch, ne, mit der mit dem Asphaltverdichter. Gar nicht schlecht. Im Gegensatz zur Fräse und dem Asphaltierer. Naja, was soll's, ist egal. So, zack. Jetzt bügeln wir einfach mal hier so quer drüber. Das sollte ungefähr passen. Und einmal wieder zurück. Zurück, Marsch, Marsch, ne? Na, komm. Jawohl, sehr gut. Haben wir das auch. Nice. So, warte mal. Die können wir... Ah, die lagern wir mal ein, ne? So, warte. Zack. Wo wir... Einlagern. Genau. Weg damit. Und dann müssen wir hier noch runter. Jawohl, wir sind im Spielerlevel aufgestiegen. Nice, das gefällt mir. So, jetzt müssen wir... Wo ist der Bürgermeister? Und dann rum. Mit dem müssen wir noch ein bisschen quatschen. Schauen, was er so sagt. Aber zufrieden ist mit meiner Arbeit. Aber ich gehe mal davon aus, ne? Halt. Herr Bürgermeister, was sagen Sie? Endlich ist wieder Leben eingekehrt. Bald schon kommen Besucherinnen und Besucher, um die außergewöhnliche Architektur und die Anmut dieses Ortes zu bewundern. Erste Ladenbesitzerinnen und Ladenbesitzer haben voller Freude über den frisch sanierten Vorplatz bereits wieder geöffnet.
Mich haben schon immer besonders die farbenfrohen Eingangsportale mit ihrer Ornamentik fasziniert, die übrigens bei Nacht ein besonderer Hingucker sind. Ja, genau, so sieht's aus. Herrlich. Na, ja, guck mal, so sieht doch geil aus, oder? Ah, guck mal hier mit Donut Shop und Springbrunnen und hier so Skulpturen und hast du nicht gesehen? Nice, das gefällt doch. So, check mal her. Warte mal, ich will das mal aus der anderen Sicht hier sehen. Ja, herrlich, ne? Sehr, sehr geil. Ja, da würde ich sagen, haben wir Chinatown wieder am Start. Und ja, haben wir wieder komplett gut hinbekommen. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zusehen. Hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ihr wisst, wie es geht. Ne? Kommentieren, abonnieren, kommentieren hatten wir schon. Bewerten. Und ja, Rest schauen wir dann, ne? In der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen, sagt mal bis demnächst und ciao, ciao.